irgendwann gab es so einen Moment, da habe ich einfach losgelassen. Und wie alt warst du da? Da war ich, ja, so Anfang 30. Und der Grund, warum ich dich interviewen möchte, ist eigentlich der, dass ich das Gefühl habe, dass du auf der weiblichen Art und Weise eine Sicht auf Therapie hast, und zwar auf ganzheitliche Therapie hast, die einfach für mich unglaublich bereichernd ist. Es geht wirklich darum, innerlich neugierig zu werden. Wenn ich mit mir selber wirklich näher komme, in Kontakt zu mir komme, fange ich an zu begreifen, wie sich mein Geschlecht eigentlich anfühlt. Und mit Geschlecht meine ich halt psychoemotional auf allen Ebenen. Ja? Und dann fange ich an zu spüren, wie fühle ich mich denn eigentlich an? Ja? Was strahle ich aus? Ich komme viel mehr an mein Wesen ran. Und was ist Sexualität wirklich? Oder was könnte Sexualität wirklich sein? Für mich ist Sexualität in ihrem Ursprung etwas Heiliges, weil es eine heilige Vereinigung im Endeffekt ist. Nur wenn du dir das denkst oder wenn du es irgendwo liest, heißt es noch lange nicht, dass du es wirklich begriffen hast. Das hat etwas mit jeglicher Rüstung und alle Panzer, die man hat, ablegen können. Weißt du, mir ist das irgendwann aufgefallen, als ich so aus meiner ganzen Phase, wo ich zusammengebrochen bin, rausgekommen bin. Ich habe mich viel in der Natur aufgehalten und irgendwann habe ich gesehen, dass ich mich im Park, in den Bergen, dass ich konsumiere, dass ich so, das ist ein schöner Berg, das ist ein schöner Ausblick, das ist eine schöne Blume, ja. Ich hab diese Bilder konsumiert und ich habe verstanden, dass ich absolut gar nichts verstehe. Was Leben wirklich ist, kannst du erahnen, wirklich auch erst erahnen, wenn du das Leben durch dich wirken lässt.